Ihr Lieben, an diesem Wochenende in den Sternzeichenkonzerten werden wir Zeuge eines regelrecht skandalösen Unterfangens. Es gibt keine Geigen. Und Strawinskys Klavierkonzert wird noch nicht mal an einem Stück gespielt. Intendant Michael Becker erklärt uns das so. Wir haben lange überlegt, was man machen kann bei uns im Orchester. Die Geiger haben immer so viel zu tun. Und das war eigentlich mal so ein Thema, wo wir mit dem Dirigenten drüber gesprochen hatten. Die Geiger haben so viel zu tun. Und dann haben wir gesagt, hey, dann machen wir jetzt einmal ein Sinfoniekonzert ohne Geiger. Aber dann mit ganz unterschiedlichen Besetzungen. Dazu gehört dieses reine von Bläsern begleitete Klavierkonzert von Strawinsky und ausschließlich Celli für die Fratris von Avopert. Und wenn man die hintereinander spielt, also wenn man sagt, erst das Klavierkonzert, dann den Pärt, stehen die Stücke ziemlich unvereinbar sich gegenüber. Wenn man jetzt aber den Strawinsky so als das pralle Leben nimmt, was es wirklich ist als Stück, und dagegen den Pärt als diese ewige Meditation, dieses sich nur wenig verändernde, sehr ruhig schwingende, was von den Celli natürlich auch wunderbar gespielt werden kann, dann ist das plötzlich so eine sehr organische Geschichte. Also dann ist das, entspannt sich sozusagen das eine Stück auf Kosten des anderen. Und das fanden wir eigentlich eine sehr spannende Sache. Was viel schwieriger ist, ist natürlich erstmal den Solisten dazu zu kriegen, sich für diese Zwischenstücke dann auf der Bühne aufzuhalten. Und wir haben also mit Olli Mustonen gesprochen, der fand die Idee, er ist selber Komponist, muss man dazu sagen, ziemlich clever, hat gesagt, klar, mache ich, also dann bleibe ich da ein bisschen blöd sitzen auf der Bühne und dann geht das weiter. Und wie schon gesagt, der Fauré ist eben einfach deshalb der zweite Teil dieses Konzerts, weil er auch, jetzt muss man sagen, fast komplett ohne Geigen ist. Es gibt ein Geigen-Solo. Alles andere ist aber ganz normales Sinfonieorchester, nur eben ohne Geigen. Und das ist ja ein bestimmter Klang. Da fehlt einem ja das Glänzende, das Blanke, das Hohe, kommt alles nicht vor in den Streichern. Das ist ein sehr gedeckter Klang. Dafür hat man dann aber ein wunderbares Pie Jesu, Sopran-Solo mit einer kindergleichen Stimme. Also das sind so Sachen, die einfach so selten zu erleben sind. Und sicherlich wird das Stück dann auch selten aufgeführt in dieser Fassung, weil natürlich jeder Dirigent und jeder Intendant sagt, Entschuldigung, wenn ich schon Geigen zur Verfügung habe, dann will ich es auch einsetzen. Aber hier mal zu sagen, nö, die dürfen gerne ins Publikum und zuhören, aber die müssen diesmal nicht mitspielen, ist eigentlich ganz schön.